Ihr wundert euch bestimmt, was ich hier mache, ne? Das tue ich auch. Die Auflösung kommt. Onkel Peanut, der Hybridhandwerker. Achtung, nun kommen wir zu den Beweggründen des Vordaches. Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk, ins Haus, ins Bauwerk, überall. Also, nur mal ernst. Da habe ich überall Horizontalabdichtung gemacht. Und da kann man sehen, es ist selbst die Wand trocken, obwohl das nur eine Horizontalabdichtung ist. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich überhaupt sagen wollte. Also hier im Türbereich habe ich keine Horizontalabdichtung gemacht, weil sonst kriege ich die Tür ja nicht auf. Da könnte ich mir vielleicht noch was bauen und das jetzt trotzdem noch machen. Allerdings habe ich mir eigentlich gedacht, so hier kommt ja eh noch so ein Sockel hin. Lasse ich den Sockel hier so ein bisschen Platz und dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen wollte. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall kommt da Wasser rein, weil das ja draußen alles offen ist. Das schaffe ich jetzt vom Winter aber nicht, das alles noch zu machen. Deswegen baue ich mir jetzt mal eben schnell dieses Dach darüber und hoffe, dass das dann sofort da steht und sofort trocken. Okay, los, auf mit dem Dach. So, Einlauf fertig da für das, keine Ahnung, wie die Scheiße überhaupt heißt. Ist aber auch egal. Unwichtig. Ist natürlich genau da, wo ich den nächsten Abfüller mache. Dieser Haufen, der muss weg. Aber nicht so. Scheiße, ja, ey. Mach ich den halt mal weg. Passt wieder gar nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Ja, perfekt geplant. Eine Check. Oh, das ist ein schönes Wetter. Da macht das Arbeiten doch. Hallo. Spaß. So, fachmännisch natürlich wieder hochprofessionell alles hier. Mal eben so, zack, zack. Und zack, kann eigentlich nur in die Hose gehen. Ist ja alles nur provisorisch, ne? Muss ja jetzt kein Leben lang halten. Ob man das auch so macht, keine Ahnung, wie man das sonst ausrichtet. Ich mache das jetzt einfach so arschgelegt. Also, Betonage. Ich mache extra hier so einen Schnellbeton. Zack. Ohne Anmischen vor allem. Oh, schnell. Ach ja, das ist so eine Scheiße. Die Kipse trocken da rein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich mische den trotzdem lieber mal vorher, ne? Dann die Mischung. Viel zu wenig. Ich habe gedacht, ein Sack pro DIN. Oh nein! Ich brauche schon alle drei für den einen. Was ein Idiot? Bin ich ein Idiot? Oh, mal eben schnell im Baumarkt, ne? Alter, das wird so krumm und schief alles, ey. Leck mich am Arsch, ey. So, die nächste Betonage ist da. Feierabend. Morgens, wenn der dann hell ist, dann wollen wir mal gucken, was ich hier für eine Scheiße gemacht habe, ne? Kann ich morgen bestimmt alles wieder neu machen, ne? So, auf einmal plötzlich wieder hell, einen Tag später. Das sind, was ist das überhaupt? Latte. Das ist das Holzlatte, was so hochkant kommt. Da habe ich natürlich, um Geld zu sparen, dünnere genommen, die nicht das Maß entsprechend von diesen Metalldingern in den Boden drin. Und somit mache ich jetzt mal eben hier schnell noch so was drauf.
Mal vorbohren lieber, ne? Vorgebohrt haben wir nun Leimen, D3 Leim für die Wasserfestigkeit im Außenbereich. Oh, auch mal zum Verteilen. Ah, ein Stück Holz. Mal eins. Hallo. Das wird nicht mehr benötigt. Dip. Bit. Bit wäre jetzt auch. Bitte ein Bit. Leim wieder zu machen. Eine Schraube zu wenig reingemacht. Aber das ist nicht schlimm. Das kann man später immer noch nach. Es ist nun feste. Hoffe ich doch. Bevor ich das allerdings jetzt da reinmache, werde ich unten einfach ein bisschen imprägnieren. Nur die Dinger unten. Ist zwar nicht für die Ewigkeit, ne? Aber so ein bisschen imprägnieren kann, glaube ich, nicht schaden. Die Imprägnierung. Nadelholz, Imprägnierung plus. Warum nicht minus? Das weiß ich nicht. Oh Mann! Das ist natürlich geil, jetzt mit dem Leim und so, ne? Hätte man eigentlich wahrscheinlich erst mal warten müssen. Na egal. Nur ein bisschen. Schreiner kriegen jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Das ist mir aber egal. Wenn ich das jetzt hier so richtig machen würde, so in richtigen Dingen, da würde ich dann natürlich alles ganz anders machen. Eventuell. Ah, hätte ich das hier lieber schräg gemacht, wenn das Wasser hier oben drauf, dann läuft das rein. Dann fault das schon schnell weg, ne, glaube ich. Konstruktiver Holzschutz nennt man sowas. Oder so ähnlich. Ich hatte lieber auch schon gestern Abend gemacht, dann wäre das jetzt alles trocken. Aber man kann ja nicht an alles denken. Ich schon mal gar nicht. So, Energiegetränk. Wie geht's denn jetzt nun weiter? Gute Frage. Muss ich die Ohren wieder reinmachen? Beziehungsweise erstmal ablenken. Ah, auf welche Länge? Wo weiß ich denn die Länge genau? Dass die alle gleich hoch sind. Jetzt habe ich meinen Laser aus. Meinen Laser habe ich verliehen. Ah, da kann man sich nur einscheißen. Aber ist doch egal. Muss ja nicht so wichtig sein. Genau. Also. Ein werde ich jetzt grob gucken und dann einfach mit der Wasserwaage gucken oder mit einer Latte dran, dann übertragen. Nehmen wir nun wieder raus. Und schon viel besser aus Licht, ne? Tja, nun der erste Pfosten. Ich habe den jetzt auf 2,20 Meter gemacht. Das finde ich ist ein schönes Maß. Ausrichten. Ungefähr. Lieber mal vorbohren mit so dicken Schrauben hier, ne? 10er Schrauben. Ratschi. Schon fest. Nein. Da drauf. Oh, hab ich den geschliffen. Einigermaßen, ja, das passt schon. Boah, was ist das denn? Boah. Schon wie schief das ist. Egal. Ziehe ich ja dann da so mit dem Brett so da dran. Ich glaube, ich ziehe aber meine Regenjacke an. Richtig viel Spaß macht das. Ich glaube, machen wir mal kurz Pause, ne? Guck dir diese Scheiße an, guck dir das an. Leck mich am Arsch hier, ey. Oh. Aber macht schon Spaß, so renovieren, Haus sanieren, macht Spaß. Die ganzen Arschlöcher da immer anguck, eine Scheiße da labern. Ah, oh, schön, das macht Spaß.
Aber wieso denn nochmal Holz? Ja. Die Gründe dafür darf ich eigentlich gar nicht kundgeben. Das war, ist wieder so, dass, also, das war auch der Grund, warum ich gestern nicht weitermachen konnte. Wieder richtig ins Gehirn geschissen, wieder unglaubliche Scheiße gemacht. Richtige, dumme, verfickte Vollidioten, dumme Scheiße. Und zwar habe ich ja hier das Maß von dem Holz zur Wand 1:80 gemacht, zur Wand, zum Haus. Denn die Weltscheißpappe, Weltplastikscheiße, die drauf kommt, ist 2 Meter. Dann habe ich gedacht, das ist so ein bisschen weiter drin als die Balken. Dann habe ich die Hölzer oben schon alle auf 1:90 gesägt. Habe aber natürlich nicht drüber nachgedacht, dass das ja oben ein mit Gefälle ist, mit Schräge. Dann müssten die ja länger sein. Was ein dummes Stück Scheiße. Nein. Also nochmal neu. Habe ich die alle natürlich direkt alle gesägt, um Zeitersparnis. Die Zeitersparnis sehen wir nun. Also geht's weiter. Ja, dann ist das mit dieser scheiß Ankantete. Oder wie das da ist, Ankantete, wie ist das andere Nummer? Scheiß Winkel-Wix-Funktion da, Pisse. Da ist doch keine Sau mehr. Noch nicht genug Koffein. Nehme ich denn überhaupt Abstand hier? Jetzt sollte ich erstmal wissen, wie viel Hölzer ich überhaupt habe. Das ist schon das nächste wieder, was schief gehen wird, auf jeden Fall. Ich denke, ich mache mal alle 80. Gucken wir uns mal an. Ne? Ich habe mich für ein Maß entschieden: 80. 80, alle 80 machen wir. Ist noch nicht so gerade aus, irgendwie. Oh. Ah, ist aber knapp. Ach, leck mich doch alle hier am Arsch, ey. Piss alles. Okay. Was ist das denn? Scheißegal, ist okay. Boah, fällt eh wieder um. Vielen Dank für diese Scheißleitung. Und Angst haben muss umzukippen. Scheiße hier am Arsch oder was? Na, geht wieder. Oh, boah. Ja. Ah! Oh nein! Bin das Loch gefallen. Was die Scheiße? Was ist das alles hier? Die Scheiße hier, was ist das hier? Die Scheiße! Nun machen wir die Sofa-Strebung. Weißt du, das quer? Was weiß ich. Pech in der Sägung, Glück in dem übrigen Holz, das kann ich jetzt dafür dann auch benutzen. Gut, ne? Fangen wir mal an. Kommen die nächsten Latten. Jetzt den Abstand überhaupt von so in die Tiefe. Ich weiß es nicht. Nun kommt der Plastik drauf. Wie soll ich das denn überhaupt feste kriegen dann da? Da ich dann halt abrollen wahrscheinlich. Ach, meine Güte. Leck mich doch alle am Arsch hier. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh Mann! Ja, irgendwie muss ich da drauf, ne? Anders geht das nicht. Ich spüre, weil ich das kann. Ja, aber doch nicht mit so einer Mini-Leiter da. Ich bin aus dem Fenster. Ach so, dann ist er dahin balanciert.
Sag mal. Spinnst du? Schick das jetzt der Jenny. Wie komme ich denn jetzt dahin? Was habe ich mich da bloß eingelassen? Ja, ich muss mir morgen erstmal eine größere Leiter holen. Ich habe da hinten nur eine stehen, aber da ist mir jetzt alles so dunkel und so spät schon. Aus dem Fenster komme ich da jetzt nicht mehr, dann komme ich da nicht mehr zurück. Aber warum denn noch mehr Holz? Ja, das Dingern, wie heißt das? Latte. Holzlatte. So lang ist, mache ich das, dann nutze ich auch diese Länge, die das Holz mir vorgibt, und mache das Dach einfach noch länger. Also wieder alles anders als geplant, aber dennoch gewollt. Oder so ähnlich. Also noch mehr Holz. So, ich mache jetzt erstmal die Scheiße oben weiter fest, um zu gucken, wie weit es überhaupt geht. Und zwar mit Hilfe dieses Gerüst, selbstverständlich zugelassen, bauaufsichtlich zugelassen. War direkt Belastungstest. Stand gehalten. Erneuer. Belastungstest. Standgehalten. So. Nun das nächste. Wer ist das überhaupt? Weltscheiß. Weltscheiße. Nur die nächste Weltscheiße. Was ein Idiot? Bin ich denn hier ein Mensch? Hör doch mal auf, jetzt sag mir! So. Muss ich jetzt nichts zu sagen, oder? Das war ja ein Kinderspiel. Was wäre ein Dach? Denn bitte ohne Dachrinne. Aber Dachrinnen sind mir eindeutig zu teuer. Deswegen habe ich diese HT-Rohre mir noch selber besorgt aus meinem eigenen Keller. Die werden umfunktioniert. Upcycling nennt man das im Internet. Oder so ähnlich. Der war heiß. Und zwar säge ich mir die einfach mit Hilfe einer Säge durch in der Mitte. Und somit habe ich schon die schönste Dachrinne, die es gibt auf der Welt. Wir beginnen nun. Ja, das ist ja gut. Nein, das geht zu doll zusammen. Scheiß Säge. Bringe ich mich noch mit um, glaube ich. Fick dich doch, Mister.
Wegen 20 Euro bringe ich mich jetzt hier fast um. Das war ein Kinderspiel. Aber wieso gehe ich hier nicht ganz durch? Ja, ich muss das ja auch nicht anschließen. Mann! Oh, so. Hätte ich genau andersrum was dran lassen müssen. Egal. Dann ist das ja alles jetzt andersrum angeschlossen. Oh, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Dümmer kann man gar nicht sein. Wie lange ist das denn dann da jetzt? Ich mache euch in Genua eine Messung durchführen. Eine Lasermessung. Wir machen ja Arbeiten ja professionell. 5,50 Meter. Wir arbeiten so professionell, dass ich jetzt schon ein paar Tage dran arbeite und jetzt das Maß nachmessen muss. Das sagt schon alles. 5,50 Meter. 2,20 Meter. 2 Meter, habe ich gesagt. 2 Meter. 5,50 Meter geteilt durch 2 ist ein Maß. 8 Meter. Richtig. Es ist noch sehr früh, bitte entschuldigt mich. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Meter. Das reicht. Also, habe ich mich versägt. Habe ich verkackt. Mal wieder, weil ich wieder nicht nachgedacht habe hier. Ja, diese Scheiße, ja. Ich schließe das einfach dann quasi andersrum an. Dich hier immer noch in der Welt, da draußen tropft, interessiert ja keine Sau. Ist nur ein bisschen Wasser ableiten. Ich beginne nur mit der Montage der Dachrinne. Der professionellen Dachrinne. Professioneller kann keine Dachrinne nicht sein. So. Oh. Oh Mann! Oh Mann! Oh, da gucke ich erstmal, bevor ich weitermache, ob das überhaupt geht. Oh, mal oben, ob wie Wasser reinkippen aus dem Fenster. Und da haben wir ja auch schon Wasser. Warum auch immer die da drin liegt. Und Laterne an. Allerdings sehe ich das da jetzt von hier aus gar nicht, ob das da reingeht oder nicht. Ach Mann, müsste ich das filmen und mir dann dieses Videomaterial angucken. Ja, schießt voll drüber. Ach, fick mein Leben doch. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wieso ist das alles so? Wieso bin ich so dumm und nie klappt irgendwas? So, schütte ich am besten noch einen Eimer hier. Wie sieht das überhaupt hier aus? Oh, Speziallicht mal wieder. Nicht schlecht. Nun müssen wir uns Gedanken machen. Züglich der Rinne. Oh, ein bisschen ist drin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich dann das so hochdrehen hier? Aber wie soll das funktionieren? Ach, lasse ich das einfach mit der Rinne. Aber das sind ja schon ganz schöne Wassermengen, ne? Die dann auch hier runterkommen. Schöner ist ja schon, wenn das so ein bisschen weiter nach da geht. Nun kommen wir zum größten Fusch der ganzen Angelegenheit. Das heißt, Hatera, was ich noch hatte, ist 90. Das gibt's im Baumarkt einfach nicht. Dann habe ich mir jetzt so ein Reduzierungsstück geholt. Aber dadurch, dass ich das ja andersrum angeschlossen habe, weil ich ein dummes Stück Scheiße bin, habe ich mir jetzt hier noch so ein Stückchen dran. Das mache ich denn hier rein. Auch geil, guck, wie ich das gemacht habe jetzt hier mal hinstellt. Das kommt jetzt da drauf. Und damit das ja noch auf was anderem passt, machen wir erstmal das hier noch da drauf. Und das kommt dann da drauf. Ich habe noch ein Stück 90er HT-Rohr gefunden. Dann brauche ich dieses ganz kurz Scheißen nicht zu benutzen. Genau dieses. Ach, leck mich doch am Arsch. Bescheuert, das aufs Auto zu stellen. Fertig. Denke ich mal. Wir gucken uns jetzt nun die Gegebenheiten an. Dass ich die ja hier so ganz weit ausgemacht habe, die Schrauben, weil normalerweise nimmt man ja breitere Hölzer. Ich natürlich nicht. Aus Geldgründen, statisch bedingt, muss ich jetzt noch etwas verändern. Und zwar schraube ich dann hier jetzt einfach noch so eine Schraube rein. Das verhindert dann das Wegbrechen des Holzes. Holzes. So. Unten. Und oben. Unten. Und oben. War aber umgekehrt. Oben und unten habe ich zuerst gemacht. Oh, Scheiße. Von beiden Seiten. Dann kann da nichts mehr passieren. Vertraut mir. Oh, und den Schrauben.
So, einen Tag später und diverse Komplikationen haben sich eingeschissen. Eingeschissen, ja, das auch. Meine super duper Upcycling Dachrinne ist unerwarteterweise doch scheiße. Das Gefälle reicht nicht und dann tropft das hier vorne alles raus, hier so auf Automobil. Das ist natürlich blöd, kriege ich Ärger, schimpfen diverse Menschen. Allerdings habe ich schon die Lösung parat, mit Hilfe dieser Dosenblech. Perfekt ausgeschnitten, Übertragung des Radiuses. Das klebe ich jetzt fest mit Fix-All Turbokleber. Steht sogar drauf, kann man auf feuchte Sachen sogar kleben. Oh, da kommt's schon. Ah, nein. Leg mal die Kamera weg, ne? Und das Endergebnis zeige ich euch gleich. Wir kommen langsam nur zum Ende. Gucken wir uns das Meisterwerk nochmal komplett an. Ich habe auch nochmal diverse Änderungen vorgenommen bezüglich statisch bedingte Veränderungen, bezüglich der Statik, logischerweise. Und sonst eigentlich nichts. Wir gucken mal. Und los. Erstmal habe ich hier noch so ein Stück Holz montiert, um Zugbelastung aufzunehmen. Weil das ja jetzt schon so weit hier nach vorne übersteht, ne? Nicht schön, aber zweckvoll oder so ähnlich. Dann habe ich hier noch eine Verlattung angebracht und ein Zugding hier, wie heißt das? Wie heißt denn diese Scheiße nochmal? Fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal. Spanngurt, so. Weil das natürlich schon ein großer Hebel ist, was das jetzt hier vorne übersteht. Wenn dann der Wind da reinpfeift, dann hebt das alles so, wird das komplett abheben, so komplett wegfliegen. Und dann da hinten liegen. Und da hinten macht das ja keinen Sinn. Das soll ja hier bleiben. Ach so. Man muss natürlich auch mal ein bisschen optisch bedingt Veränderungen machen. Und da ist das jetzt... Das kann man ja nur mit der Dose Faxe machen. Also hier habe ich auch noch hier so einen Maueranker, oder wie die Scheiße heißt, dran gemacht. Auch wegen Hebel. Hier noch Winkel, die natürlich nicht passen. Es muss natürlich direkt jeder sehen, dass das nur hingefuscht ist. Nicht, dass die Leute denken, das soll so bleiben und ich habe mir Mühe dabei gegeben. Ne? Aber das denken die wahrscheinlich trotzdem dann. Die gucken, dann gucken alle schon hier mal so ein Ding. Oh, was macht der denn da für eine Scheiße? Ja, mache ich. Aber mir ist natürlich bewusst, ach so, die Dachrinne natürlich. Ne? Das habe ich ja natürlich auch gemacht, um CO2 einzusparen. Das hier zu sparen. Nicht sparen. Sparen ist sowas. Zu sparen. Denn die Umwelt liegt mir am Herzen. Deswegen mache ich immer Upcycling und andere Dinge für was anderes benutzen. Denn ich möchte mich natürlich nicht mit der Greta anlegen oder wie die heißt. Die kommt vorbei und tritt mir sonst in die Eier. Nachhaltiger kann man kein Vordach bauen. So, fertig. Und nächste Woche kommt das Bauamt und sagt wahrscheinlich abreißen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man für so ein großes Ding normalerweise eine Baugenehmigung braucht. Für Carports braucht man das ja. Und das ist ja schon fast sowas ähnliches oder was auch immer. Um das nochmal zu sagen, das ist nur vorübergehend, damit das hier trocken bleibt. Das soll nicht so bleiben. Dann hätte ich das anders gemacht. Dickere Balken und nicht hier alles hingefuscht, da fusch, überall gefuscht. Winkelfuschung, Seilfuschung, Rinnenfuschung. Auch nochmal um die Lattung. Die sind ja schon sehr dünn. Die habe ich aber auch nur genommen, weil sie im Hornbauch, die lagen da so rum und war irgendwie so ein Angebot, Lattenangebot. Die haben irgendwie nur 1 Euro gekostet oder so. Deswegen habe ich die genommen. Aber ich glaube, das hält trotzdem. Abschluss, gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Das sieht halt scheiße aus. In diesem Sinne, tschüss, auf Wiedersehen, bis bald und natürlich noch Ketchup!